Sterbende Pflanzen, fallende Blätter sorgen im Wald Jahr für Jahr für Humusbildung. Im biologischen Hausgarten muss die Entwicklung von Humus während der Umstellungsperiode besonders gefördert werden. Dies wird erreicht durch die ständige Bodenabdeckung und durch Zugabe von Kompost. Garten- und Küchenabfälle werden zerkleinert, so kann der Reifungsprozess des Kompostes gefördert werden. Der für die Kompostzubereitung bestimmte Platz wird mit Steinmehl bestreut. Als Fundament dient gröberes Material, zum Beispiel kleine Zweige. Eine dünne Schicht Steinmehl folgt. Nun wird das zerhackte Grünzeug darüber gelegt und mit Brennnesseljauche angefeuchtet. Steinmehl hemmt Fäulnis und fördert Bakterientätigkeit. Besonders wichtig ist das schichtenweise Einstreuen von Erde. Alle Arbeitsvorgänge werden wiederholt, bis die Walme 50 bis 80 cm hoch ist. Die oberste Schicht Erde wird mit groben Gartenabfällen und einem Sack abgedeckt. Eine Plastikdecke schützt den Kompost vor Nässe. Die im Holzfass angesetzte Kräuterjauche ergänzt die Düngewirkung des Komposts. Von nichts kommt nichts, auch ich muss düngen, aber mit natürlichen Dünger. Zum Beispiel Horn- und Knochenmehl, Stein- und Algenmehl, Mist und Kompost. Durch viel Kompostzugabe hat sich der Humusmangel beheben lassen. Mit Grünpflanzen abgedeckter, lockerer, humusreicher Boden trocknet sehr langsam aus und muss nur selten künstlich begossen werden, besonders in unserem Klima. Regenwasser ist für die Pflanzen geeigneter als womöglich chloriertes Leitungswasser und soll gesammelt werden. Besser als Metallgefäße eignen sich Fässer aus Holz. Regenwasser dient auch zum Ansetzen von Kräuterjauche. Man sollte immer periodisch die Kulturen bestäuben mit Steinmehl und Mischkultur machen. Und natürlich hin und wieder einen Kräuterabsud spritzen. Mein biologisches Gemüse ist viel zarter, feiner und haltbarer. Schwierigkeiten gibt es in den ersten 2 bis 3 Jahren. Weil man muss ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Aber es lohnt sich unbedingt durchzuhalten. Ein guter Rat von mir ist gesund leben, biologisch pflegen. Gärtnern ohne Gifte, ohne Kunstdünger ist möglich. Um zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen, müssen aber folgende Grundregeln konsequent befolgt werden. Den Boden niemals umgraben, höchstens leicht lockern. Die Erde stets mit Grünpflanzen abdecken. Als Gründüngung Klee, Senf oder Wicken einsäen. Regelmäßig sorgfältig zubereiteten Kompost einstreuen. Pflanzen, Boden und Kompost mit Steinmehl bestäuben. Auf Mischkultur umstellen. Wer diese paar Tipps befolgt, für den kann der Traum vom giftfreien, natürlichen Hausgarten Wirklichkeit werden.